Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Call of Duty Modern Warfare 2 News Update. Es gibt ein paar Probleme in Sachen Maps, Activision und so weiter, denn es hat den Anschein, als wären hier und da ein paar Lizenzen nicht ganz so okay. Und so wird definitiv eine Map, die wir in der Beta spielen konnten und jetzt auch sehr aktiv gezockt wird, definitiv aus dem Spiel verschwinden. Es wird noch ein bisschen dauern, bis die ersten Turniere vorbei sind und so weiter und so fort. Die ganzen Pro-Teams, die spielen nämlich aktuell auch auf diesen Maps. Und sobald die ersten Turniere zu Ende sind, fliegt diese Map definitiv aus dem Spielgeschehen. Eine weitere Map, die wir vielleicht schon einige Zeit vermissen, war in der Beta, und zwar ist das das Museum. Das ist auch komplett aus dem Spiel verschwunden. Hier ist aktuell nicht ganz klar, ob das lizenztechnische Probleme sind oder ob die Karte einfach schlicht und ergreifend zu groß für 6 vs 6 war. Und so gibt es zumindest für diese Map das Gerücht, dass diese zurückkommt für Spielmodi, wo wir eine größere Map brauchen, zum Beispiel Bodenkrieg. Ob das aber tatsächlich der Fall ist, ist aktuell unklar. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass diese Map Breenburg Hotel, was einem Original 5-Sterne-Hotel aus Amsterdam 1:1 nachempfunden ist. Diese Map wird definitiv verschwinden. Der Manager dieses Hotels hat sich zu Wort gemeldet und sagte, es ist nicht okay, dass mein Hotel Schauplatz eines gewaltverherrlichenden Spiels ist. Und da frage ich mich ganz ernsthaft, wie kann sowas überhaupt passieren? Einen Schauplatz in ein Spiel zu implementieren, ohne zu wissen, ob ich überhaupt die Rechte an dieser Geschichte habe. Weil irgendwie muss ja dieser gesamte Schauplatz mal besichtigt worden sein, damit Activision und Co. die ganze Geschichte, keine Ahnung, ich habe keinen Plan von diesem ganzen Programmieren, wie man so einen Spot in ein Spiel kriegt, ob die ganze Geschichte eingescannt werden muss, vermessen, bla, hin und her, hast du nicht gesehen, damit diese ganzen Abmessungen für diese Map passen. Ich habe da absolut keinen Plan, aber irgendwo muss mit irgendwem irgendwann mal gesprochen worden sein, und da muss doch klar sein, dass wir diesen Schauplatz überhaupt nicht verwenden dürfen. Das ist schon echt crazy, wie sowas passieren kann. Also, wie gesagt, diese Map verschwindet zu 100% leider aus dem COD-Universum und wird auch nicht wieder zurückkommen. Und es gab auch ein Problem mit der Formel-1-Strecke Crown Raceway. Da war es aber der Name. Der Name war ursprünglich etwas anders und der Original-Formel-1-Strecke aus Singapur sehr stark nachempfunden. Was da genau das Problem war, bin ich mir nicht zu 100% sicher. Aber diese Map hatte das Gerücht, dass die auch aus dem Spiel fliegt. Aber glücklicherweise soll die tatsächlich bleiben. Es war einfach so ein Namensproblem und diese Formel-1-Strecke wurde etwas umbenannt. Mehr ist da nicht passiert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Museumsmap tatsächlich zurückkommt, weil die sieht optisch nämlich extrem geil aus. Mehr habe ich zu diesem Thema aktuell erstmal nicht zu sagen. Sollte euch mein COD-Content gefallen und ihr wünscht euch mehr, würde ich mich auf jeden Fall über ein Feedback von euch freuen, einen Daumen nach oben und ein Abo, vor allen Dingen, wenn ihr neu seid. Das war es jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.